Ein sehr bedeutendes Objekt aus der Sammlung des Jüdischen Museums haben wir bereits ein halbes Jahr nach Eröffnung des Museums im Jahre 2001 aus der Dauerausstellung entnommen. Es handelt sich hierbei um einen Thora-Vorhang von 1774-1775. Das Grundmaterial dieses Thora-Vorhangs besteht mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Hochzeitsschleier von Fromet Guggenheim, der Braut des Philosophen Moses Mendelssohn. Es ist ein sehr, sehr schönes, sehr wertvolles Objekt. Der Oberstoff besteht aus Seide, welcher mit Seidenfäden und Metallfäden bestickt ist. Es ist aber auch ein sehr, sehr empfindliches Objekt. Generell sind Textilien lichtempfindlich. Durch eine photochemische Reaktion bei der Exposition im Licht wird ein Prozess in Gang gesetzt, der im schlimmsten Fall zu dem Zerfall des Gewebes führt und auf jeden Fall zu Farbveränderungen führen kann. Eine zentrale Aufgabe eines Museums besteht darin, die ihm anvertrauten Objekte zu erhalten. Bei Eingang des Museums sind die Objekte oft schon in einem kritischen Zustand, da sie langjährig gebraucht wurden. Auch dieser Thora-Vorhang ist in einer Synagoge benutzt worden. Im Bereich der präventiven Konservierung gilt es, alle erdenklichen Möglichkeiten zu ergreifen, um den Alterungsprozess der Objekte zu verlangsamen. Dies stellt oft einen Konflikt dar, weil die Objekte einerseits unter diesen Bedingungen erhalten werden sollen und auf der anderen Seite müssen diese Objekte auch vermitteln in einer Ausstellung. So muss man Kompromisse schließen, dass wir dieses Objekt ein halbes Jahr gezeigt haben und es jetzt über langen Zeitraum nicht mehr zeigen bzw. im Dunkeln halten. Mein Name ist Barbara Decker, ich bin Gemälderestauratorin am Jüdischen Museum und zuständig für die präventive Konservierung aller Objektgruppen.